Aus dem Buch Das Geheimnis der Bosheit, das Kapitel Rückkehr zum Anfang. Des äußeren Glanzes beraubt und der Mehrheit ihrer Söhne verlustig, verändert sich die Kirche nicht nur in ihrem geschichtlichen Aufbau, sondern auch in ihrem inneren Leben selbst. Sollten wir dieser Veränderung einen Namen beilegen, so könnten wir sagen, die Kirche kehrt zu ihrem Anfang zurück. Gewiss, das ist keine Rückkehr im Sinne des Raumes oder der Zeit. Gegen das Ende der Geschichte ist die Kirche bereits zu einem großen Baum geworden, in dessen Zweigen die Völker und Kulturen der Erde ihre Wohnung gefunden haben. Es ist ihr deshalb unmöglich, sich in den ursprünglichen Zustand des kleinen Senfkorns zu versetzen und die ungeschiedene Urgestalt wieder anzunehmen. Jede Rückbildung des Organischen, die Kirche ist ja etwas Organisches, ist ausgeschlossen. Doch es ist wohl möglich, die frühlingshafte Lebenskraft des Senfkorns von Neuem in sich strömen zu fühlen, eine Kraft, die das Alte wegspült und alles ins Neue verwandelt. Lesen wir in der Apostelgeschichte: Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Große Furcht kam über alle Seelen. Viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Sie lobten Gott und waren beliebt beim ganzen Volke. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und große Gnade ruhte auf ihnen allen. Lesen wir das, so spüren wir einen gewaltigen Hauch des Heiligen Geistes, der das kleine Senfkorn, das kleinste unter allen Samenkörnern, zum Wachstum treibt, seine Möglichkeiten entfaltet und seine Gestalt formt. Gerade in diesem Sinne kann man von der Rückkehr zum Anfang sprechen. Zum heiligen Enthusiasmus der gläubigen Gemeinschaft, zum Geist des Opfers und der Liebe, zum Gottvertrauen, zur Abkehr von der Welt, zur Hingabe an die Sakramente und ans Gebet. Die Göttlichkeit der Kirche bricht dann sichtbar durch und verwandelt nicht nur die einzelne Seele, wie dies im Dasein der Heiligen der Fall ist, sondern auch die ganze Gemeinschaft in den lebendigen Tempel des Heiligen Geistes. Die Rückkehr zum Anfang ist im Leben der Kirche nichts anderes als die sichtbare Erscheinung der göttlichen Urkraft. Diese Erscheinung wird aber erst dann möglich, wenn das Menschliche in der Kirche in den Hintergrund zurücktritt. Die Kirche ist, wie gesagt, das Gott-Menschentum, das heißt die Vereinigung Gottes mit dem Menschen in Jesus Christus und durch ihn auch mit der Menschheit, ja mit dem ganzen Kosmos. Die Kirche ist in ihrem Wesen kosmisch, allumfassend, katholisch im tiefsten und ursprünglichen Sinn des Wortes. Daher kann sie weder eine rein pneumatische Gemeinschaft sein, in der nur Gott ohne Rücksicht auf menschliche Gebilde waltet, noch eine rein kulturelle Institution, in welche der Mensch allein der Herrscher ist. Die Kirche ist Christus, deshalb göttlich und menschlich, pneumatisch und kulturell,
himmlisch und irdisch zugleich. Sie ist nicht nur die keusche Braut des Lammes, sondern auch eine fehlerhafte Schöpfung der Völker. Dieser Bestandteil jedoch altet und verkümmert. Er ist allen Gefahren der Sünde, des Irrtums, der Erschöpfung ausgesetzt. Der große Baum wird im Lauf der Jahrhunderte vom Schlingengewächsen umwunden, hier und da sogar überwuchert. Das menschliche Gesicht des Leibes Christi wird runzelig und zerfurcht. Die Kirche, insoweit sie eine menschliche Schöpfung ist, teilt das Los der Vergänglichkeit mit allen anderen diesseitigen Werken. Doch die Göttlichkeit in ihr bleibt ewig jung und mächtig. Sie bleibt dieselbe wie auch am ersten Pfingsttag. Und siehe, gerade gegen das Ende der Geschichte siegt die göttliche Jugend der Kirche über ihr menschliches Alter. Die göttliche Urkraft, welche die Kirche aus der engen Dachkammer in Jerusalem in die weite Welt hinausführte, erscheint sichtbar am Abschluss ihres langen historischen Weges, um die Gläubigen für den entscheidenden Kampf mit dem Drachen zu stärken. Durch zwei symbolische Bilder drückt Soloviev die Rückkehr der Kirche zu ihrem Anfang aus. Durch die sinnvolle Anwendung der Namen von Petrus, Johannes und Paulus und durch die Wiedervereinigung der Kirchen in der Wüste von Jericho. Wie wir bereits wissen, führten zu dem vom Weltherrscher zusammengerufenen Kirchenkonzil in Jerusalem der Papst Petrus, die Katholiken, der Staris Johannes, die Orthodoxen und der Professor Pauli, die Protestanten. Alle drei Führer blieben Christus treu und wiesen die verführerischen Gaben des Kaisers zurück. Der Papst Petrus und der Staris Johannes bezahlten ihren Mut mit dem Leben. Der Professor Pauli wurde in die Wüste verbannt. Die letzten Führer der Christenheit und Kämpfer gegen den Antichrist tragen also bei Soloviev die Namen der drei Apostel Christi. Ohne Zweifel hat Soloviev diese Namen absichtlich gewählt. Denn sie bedeuten in Wirklichkeit nicht nur drei Jünger Jesu, drei menschliche Persönlichkeiten, sondern zugleich auch drei Grundsätze, die das gesamte Leben der Kirche regieren und es in seinem geschichtlichen Verlauf stets lenken. Seien diese Grundsätze in der Geschichte auch noch so verdunkelt, sie kommen am Ende in ihrem klaren Glanz ans Licht. Was bedeutet Petrus in der Kirche? Gewiss den Felsen, auf den Christus seine Kirche, das heißt seine eigene Entfaltung in Raum und Zeit baut. Matthäus 16,18. War aber Petrus aus sich heraus ein Fels? War er felsenfesten Charakter von Natur aus, so dass die Verheißung Christi nur eine Fortsetzung der natürlichen Anlage sein sollte? Weit entfernt davon. Keine von den Aposteln Christi war so unstandhaft wie Petrus. Als Christus ihn am Galiläischen Meer erblickte und zu sich lud, indem er ihm versprach, ihn zum Menschenfischer zu machen, zögerte Petrus zwar keinen Augenblick, diese Einladung Folge zu leisten. Sofort verließ er seine Netze und folgte Christus nach. Markus 1,16-19. Doch nach einiger Zeit erkündigte er sich bei seinem Meister.
Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns also dafür zuteil werden? Matthäus 19, 27. Als Petrus am Vorabend des Leidens Jesu von ihm selbst hörte, er werde von allen verlassen werden, entgegnete er mutig: Herr, ich bin bereit, mit dir in Kerker und Tod zu gehen. Lukas 22, 33 bis 34. Nach einer Stunde aber, als er von einer Magd im Hof des Kaiphas gefragt wurde, ob er nicht eine von jenen sei, die mit Jesus dem Galiläer waren, verleugnete Petrus das mehrmals. Ich kenne den Menschen nicht. Matthäus 26, 72. Wir haben absichtlich nur diese zwei Beispiele gewählt, weil sie vielleicht am bezeichnendsten sind, doch lässt sich ihre Reihe nach Belieben verlängern. Erinnern wir uns nur ans Benehmen Petri während der Fahrt auf dem See, bei der Verklärung Christi auf dem Berge, bei der Fußwaschung, und wir werden zugeben müssen, dass Petrus von Natur aus kein Held, nicht einmal ein Charakter war. Und trotzdem nannte ihn Christus bereits im Augenblick der Berufung zum Apostelamt Kephas den Felsen, Johannes 1,42. Auf ihm baute er seine Kirche. Ihm vertraute er das Weiden seiner Lämmer und Schafe an und gab ihm endlich die Schlüssel des Himmelsreiches, Matthäus 16,19. Der Gegensatz zwischen der menschlichen Natur Petri und seiner göttlichen Berufung ist so offensichtlich, dass wir folgenden Schluss daraus ziehen müssen. Der Fels, auf dem die Kirche steht, ist nicht von Natur, sondern aus der Gnade unerschütterlich. Petrus bedeutet den Sieg der göttlichen Gnade über die menschliche Natur. Er ist der sichtbare Ausdruck der verwandelnden Macht des Heiligen Geistes, eine Macht, die beugt, was verhärtet ist, wärmt, was erkaltet ist, lenkt, was da irre geht. Legt also Soloviev dem letzten Papst den Namen Petrus bei, so will er damit uns deutlich sagen, die Kirche erhalte und behaupte sich im Kampf gegen den Antichrist nicht durch die menschliche Genialität, sondern gerade durch jene Superna Gratia, die den wankelmütigen Simon zu Kephas macht und nach der wir in unserem ganzen Dasein rufen. Am Ende der Geschichte nimmt diese immerwährende Gnade sogar den Namen jenes Menschen an, den sie in den Eckstein ihres ewigen Baues verwandelte. Die Bezeichnung des letzten Papstes mit dem Namen Petrus bedeutet in der Erzählung Soloviews den Primat des Heiligen Geistes in der historischen Existenz der Kirche. Kraft dieser göttlichen Gnade, die in Petrus als Prinzip der kirchlichen Autorität und Unfehlbarkeit zum Ausdruck kommt, stößt der letzte Papst den Antichrist wie einen räudigen Hund auf ewig hinaus aus dem Garten Gottes und übergibt ihn seinem Vater, dem Satan. Das dreifache Anathema, das im Konzilsaal so mutig und feierlich erklingt, offenbart allen den felsenfesten Charakter der Kirche, den diese bis zum letzten Abschnitt ihres langen Weges ungebrochen bewahrt. Doch diesem höchst sinnvollen Akt geht in der Erzählung noch ein anderer voraus, nämlich die Entlarvung des Antichrist.
die Soloviev bereits dem zweiten Führer der christustreuen Gläubigen, dem Stares Johannes, vorbehält. Nachdem diese vom Weltkaiser verlangt hatte, jetzt und hier Jesus Christus, den Sohn Gottes, erschienen im Fleische, auferstanden und wiederkommend zu bekennen, wandt er seine erstaunten und erschrockenen Augen nicht ab vom Antlitz des schweigenden Kaisers, und plötzlich prallt er vor Schreck zurück und schrie, sich umwendend, mit gedrückter Stimme: Kinderlein, der Antichrist! Diese Szene ist unermesslich tief. Sie ist eine dichterische Veranschaulichung jener Gabe des Heiligen Geistes, die der heilige Paulus die Unterscheidung der Geister nennt, 1. Korinther 12,10, und deren Träger gerade Johannes ist. In seinem ersten Brief hat der Apostel Johannes Folgendes geschrieben: Geliebte, trauet nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Die Geister zu prüfen und sie zu unterscheiden, ist ebenfalls die ewige Aufgabe der Kirche. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. 1. Johannes 4,2. Sie tun große Zeichen und Wunder. Matthäus 24,24. Sie schicken sich an, uns Christus zu zeigen, bald in der Wüste, bald in den Kammern. Matthäus 24,26. Daher warnt uns der Heiland selber davor, diesen Propheten zu glauben und auf den von ihnen gezeigten Christus Acht zu haben. Matthäus 24,26-27. Die Gabe, die Geister zu unterscheiden, ist eine der fundamentalen Gnaden des Heiligen Geistes, um die christliche Existenz in der Welt erhalten und entwickeln zu können. Einen sichtbaren Ausdruck hat diese Gnade eben in der Person des Apostel Johannes gefunden. Diese göttliche Hellseher erfasste am tiefsten nicht nur Gott selber, indem er ihn die Liebe nannte, 1. Johannes 4,9, nicht nur den Erlöser, indem er ihm den Namen Logos gab, Johannes 1,14, sondern zugleich auch die Welt, indem er sie als Widersacherin Christi deutete. Johannes war das auserwählte Rohr, durch das der Heilige Geist seine Gnade zur Unterscheidung der Geister in die Kirche goss. Es ist bezeichnend, dass der erste Verräter Jesu ebenfalls durch Johannes entlarvt worden war. Dem Johannes winkte er Petrus zu fragen, wer es ist, Johannes 13,26. Johannes war der Erste, der vom Heiland selbst erfuhr, wer ihn verraten werde. Und diese Berufung, Verräter Christi zu entlarven, erfüllt Johannes im gesamten Leben der Kirche während ihrer irdischen Pilgerschaft. Was ist eigentlich seine Offenbarung, wenn nicht eine große Bloßlegung der antichristlichen Mächte in der Geschichte? Sinnvoll also legt Soloviev seinen Stares den Namen Johannes bei und schreibt eben ihm die endgültige Entlarvung des Antichrist zu. In diesem Sinn ist Johannes mehr als nur eine menschliche Persönlichkeit. Er ist ein Prinzip des kirchlichen Lebens und Wirkens, und zwar das Prinzip der Unterscheidung der Geister. Er geht Petrus vor, denn das Prinzip der Autorität wirkt erst dann erfolgreich,
wenn das Prinzip der Unterscheidung die Ideen schon entwirrt hat. Trotzdem aber sind das Prinzip der Autorität und das Prinzip der Unterscheidung der Geister allein nicht ausreichend, um die göttliche Mission der Kirche in der Welt zu behaupten und durchzusetzen. Denn sie beide verhalten sich dem Antichrist gegenüber mehr oder weniger passiv. Die visionäre Entlarvung der Widerparts Christi und seine formelle Ausscheidung aus der kirchlichen Gemeinschaft beseitigen ihn ja bei weitem noch nicht aus der Geschichte. Er bleibt da und wirkt bis zum Ende. Er greift die Christen aktiv an. Deshalb haben auch sie ihm eine tätige Antwort darauf zu geben. Angesichts der antichristlichen Mächte müssen die Anhänger Christi nicht nur diese erkennen und gegen sie den Bannfluch schleudern, sondern sie müssen gleichzeitig auch handeln. An die beiden genannten Prinzipien muss sich noch ein drittes angliedern, das Prinzip der Tätigkeit, dessen fleischgewordener Ausdruck gerade der Apostel Paulus ist. Im Vergleich mit Petrus erscheint Paulus als eine Eiche gegenüber dem Schilfrohr. Er bricht zwar, aber er schwankt nicht. Voll Wut und Mordlust gegen die Jünger des Herrn verfolgte er die ersten Christen, denn damit meint er, die alte israelitische Religion verteidigen zu können. Auf dem Wege nach Damaskus, jedoch von der höheren Macht gerührt und auf den Boden geworfen, stellt er nur zwei Fragen an diese: Wer bist du, Herr? Und Herr, was willst du, dass ich tun soll? Nachdem ihm seine neue Berufung klar geworden war, verteidigte Paulus das Christentum ebenso eifrig und mutig, wie er es früher verfolgt hatte. Die Gnade fand in ihm eine zu Tat geneigte Natur. Paulus ist Symbol der Mitwirkung des Menschen in der Religion. Er ist ein ewiger Hinweis darauf, dass das göttliche Senfkorn der Kirche der menschlichen Pflanzung und Pflege bedarf, um sich zu prophezeiten Baum zu entfalten. Folgerichtig lässt Soloviev in seiner Erzählung neben Petrus und Johannes auch Paulus in der Person des Professors Pauli hervortreten. Die letzten wie auch die ersten Christen verhielten sich dem Antichrist gegenüber nicht passiv, sondern sie handelten. Denn Szenen der Entlarvung und der Ausstoßung folgte die Szene der Tat. Nach der Ermordung des Papstes Petrus und des Stares Johannes war die Erregung der Christen im Konzilsaal selbstverständlich unsagbar. Alle waren von Furcht halbtot. Der Einzige, der einen klaren Kopf behalten hatte, war der Professor Pauli. Der allgemeine Schrecken hatte die Kräfte seines Geistes gewissermaßen geweckt. Mit sicheren Schritten betrat er die Estrade, setzte sich auf einen der leer gewordenen Plätze eines Staatssekretärs, nahm ein Blatt Papier und begann etwas darauf zu schreiben. Er verfasste ein Dokument, in dem der Weltkaiser für den wahren, bereits in der Offenbarung Gottes angekündigten Antichrist erklärt und die Richtlinien für das weitere Handeln der Christen festgelegt wurden. Allen Verkehr mit dem Verstoßenen und seine greulichen Rotte abzubrechen und in die Wüste zu gehen, um dort die unfehlbare Wiederkunft unseres wahren Herrn Jesus Christus zu erwarten. Professor Pauli
gab der Versammlung ein aufforderndes Zeichen. Alle gingen eilig auf die Empore und unterschrieben das Dokument. Gleich darauf wurden die Leiber der Ermordeten auf Bahren gelegt und die letzten Christen schritten unter dem Gesang lateinische, deutsche und kirchenslawische Hymnen aus der Stadt hinaus. Später am Abend des vierten Tages begab sich Professor Pauli mit neuen Begleitern aus der Wüste nach Jerusalem, stahl sich in die Stadt, holte die vom Antichrist geschändeten Leichname des Papstes Petrus und des Stares Johannes und kehrte auf den gleichen Umgehungswegen in die Wüste zurück. Das war das unentbehrliche menschliche Handeln in der gegebenen Situation des Christentums. Es ist zu bemerken, dass Professor Pauli ein Laie war. Zwar war er ein hochgelehrter deutscher Theologe, jedoch kein Priester, da die evangelische Konfession kein Priestertum im eigentlichen Sinne kennt. Damit wollte Solowjew offenbar sagen, dass das Prinzip der Tätigkeit sich nicht auf die Hierarchie beschränkt, sondern alle Christen angeht und sie alle zum Handeln verpflichtet. Die Tätigkeit des Christen in der Kirche ist die menschliche Antwort auf die Erlösung Tat Christi. In dem Apostel Paulus erreichte diese Antwort eine besondere Fruchtbarkeit. Deswegen wurde Paulus zum Symbol der geheiligten Tat in der christlichen Existenz. Aus diesem Grunde trägt auch der letzte Führer der tatmutigen christlichen Gemeinschaft den Namen Pauli, als einen deutlichen Hinweis darauf, dass die Tätigkeit des Menschen sich bis zum Ende der Geschichte in der Kirche lebendig erhält. Indem Solowjew das Petrinische, das Johannäische und das Paulinische Prinzip am Ende der historischen Zeit sichtbar hervortreten lässt, will er uns tief ans Herz legen, dass keines von diesen Prinzipien von anderen getrennt und in sich allein gelassen imstande ist, das Leben der Kirche in seine Fülle zu vertreten und noch weniger zu verteidigen. Nur in ihrer organischen Einheit sind sie dazu fähig. Nur dann, wenn die Autorität von der Unterscheidung der Geister getragen wird und beide durch die eifrige Tätigkeit der Christen objektiviert sind, kann die Kirche den Drohungen und Anschlägen des Antichrist trotzen und sich in der stürmischen Zeit ihrer irdischen Pilgerschaft behaupten. Petrus, Johannes und Paulus, diese drei Grundsäulen der Kirche und zugleich auch Grundsymbole ihres Wirkens auf Erde, sind derselben Wurzel entsprossen und können daher nicht voneinander getrennt werden. Sie weisen organisch und wesentlich aufeinander hin, als verschiedene Gaben auf einen und denselben Geist. 1. Korinther 12,11. Sei der eine oder der andere von ihnen im Laufe der Zeit verdunkelt, verschwiegen, hier und da sogar der Gesamtheit entgegengestellt, sie erheben sich trotzdem gegen jede menschliche Entstellung oder Verkümmerung und verlangen endlich nach der göttlichen Fülle in der Verbundenheit. Die Einheit der Kirche ist daher nicht etwas Zufälliges oder Primitives, sondern ihr Wesen selbst. Sie ist die Einheitlichkeit der Lebenskraft im Senfkorn. Der Akt der Wiedervereinigung der Kirchen bildet die letzte Szene in der Erzählung Solowjews. Nachdem Professor Pauli mit den Leichnamen des Papstes Petrus und des Stares Johannes zurückgekehrt war,
und die Bahren auf die Erde gestellt hatte, erweckte der Geist Gottes die Ermordeten wieder zum Leben, und bald standen die Wiederbelebten heil und unbeschädigt auf ihren Füßen. Dann aber begann Johannes: Nun, Kindlein, seht ihr, wir haben uns auch nicht getrennt, und gebt Acht, was ich euch jetzt sage. Es ist die Zeit, dass das letzte Gebet Christi über seine Jünger in Erfüllung gehe, dass sie eins seien, gleich wie er selbst mit dem Vater eins ist. Und so, Kindlein, geben wir um diese Eintracht in Christo willen unserem geliebten Bruder Petrus die Ehre. Er soll zum Schluss die Schafe Christi weiden. So sei es, Bruder. Und er umarmte den Petrus. Da trat Professor Pauli heran. Tu es, Petrus, wandte er sich an den Papst. Jetzt ist es ja gründlich erwiesen und außer jeden Zweifel gesetzt. Und mit seiner Rechten drückt er fest dessen Hand, während er die Linke dem Stares Johannes mit dem Wort erreichte. So also, Väterchen, nun sind wir ja eins in Christo. Damit vollzog sich die Vereinigung der Kirchen inmitten dunkler Nacht an einem hochgelegenen und einsamen Ort in der Wüste. Erinnern wir uns an die antichristliche Vereinigung der Konfessionen im Konzilsaal durch Apollonius, so finden wir einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen zwei Akten. Der Akt im Konzilsaal war ein politisches Ereignis aus dem Willen des Weltkaisers entstanden. Deshalb ward er dokumentarisch festgelegt und unterschrieben. Im Wesen aber war er nicht anderes als die Fortsetzung der Welteinheit, die der Kaiser unter seiner Regierung erzwungen hatte. Daher war auch sein Charakter rein weltlich. Die Wiedervereinigung der Kirchen in der Wüste von Jericho war dagegen ein tiefer religiöser Akt. Die beiden Vertreter der von der katholischen Kirche losgetrennten Konfessionen, der Orthodoxie und des Protestantismus, erkannten den Primat des Papstes an und erwiesen ihm die Ehre als dem sichtbaren Haupt der universalen Kirche Christi. Dazu brauchten sie kein Dokument, keine Unterschrift, nur einen brüderlichen Kuss der Liebe und einen herzlichen Händedruck der Treue. Dies geschah nicht in einem Saal der Versammlung, sondern an einem einsamen Ort, der wohl als Symbol der Innerlichkeit verstanden werden kann. Drei ewige Prinzipien der Kirche, die immer in ihrer langen Geschichte am Leben waren, die aber ihre organische Einheit wegen der menschlichen Sünden und Fehler eingebüßt hatten, umarmte sich in Christo, der ihr Ursprung und ihr tragender Grund ist. Die Wiedervereinigung der Kirchen erfolgte nicht auf dem Papier, sondern im Geiste durch die Anerkennung der Worte Christi. Tu es, Petrus. Und nur solche Einheit ist vom Heiland in seinem Gebet eingeschlossen. Nur solche Einheit ist vom Heiligen Geist am Rande der Zeiten durchgeführt. Jede andere, die sich am runden Tisch der gleichberechtigten Konferenzteilnehmer vollzieht, trägt politischen Charakter und ist weltlicher Natur. Die Unterscheidung der Geister ist in diesem Punkt ebenso wohl notwendig wie in jedem anderen. Die Wiedervereinigung der Kirchen erfüllte die ursprüngliche Prophezeiung Christi. Es wird eine Herde und ein Hirt werden. Johannes 10,16.
Sie schließt aber gleichzeitig auch den irdischen Weltprozess endgültig ab. Das Consummatum est am Kreuze, Johannes 19,30, erweitert sich bis zur Universalität. Und das große Erlösungsdrama auf dem Kalvarienberg begonnen, erreicht dadurch seine letzte Vollendung. Einmal noch wird die geschichtliche Zeit voll. Die zweite Ankunft Christi steht unmittelbar bevor. Als die letzten Führer der Christen, erzählt Solovjew, feststellten, dass sie schon eins in Christus sind, wurde das nächtliche Dunkel plötzlich durch einen hellen Glanz erleuchtet und am Himmel erschien ein großes Zeichen. Ein Weib mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Die Erscheinung verharrte einige Zeit an der Stelle und bewegte sich dann langsam nach Süden. Papst Petrus erhob seinen Krummstab und rief: „Das ist unser Panier. Ihm gehen wir nach." Und begleitet von den beiden Ältesten und der ganzen Christenschar ging er der Erscheinung nach, zum Berge Gottes, zum Sinai. Es war jedoch kein geschichtlicher Weg mehr. Er führte die Christen bereits ins Jenseits, denn als sie sich von Sinai zum Zion bewegten, tat sich der Himmel in einem großen Blitz auf, und der Christus kam in königlichem Gewande und mit den Nägelmalen an den ausgebreiteten Händen herab. Einig und treu begegnete die Kirche ihrem göttlichen Haupte und vereinigte sich mit ihm für ewig. Das große Zeichen holte die Christenheit und den ganzen erlösten Kosmos endgültig heim. Der Antichrist, der mit einem unzählbaren Heere aus verschiedenen heidnischen Stämmen gegen die aufständischen Juden hinausgezogen war, wurde samt seinen Regimenten und seinem unzertrennlichen Begleiter Apollonius durch Feuerströme eines riesigen Vulkans am Toten Meer verschlungen. Der Kampf um das Reich Gottes auf Erden war vollendet. Die Geschichte erreichte den Abschluss ihres langen Weges. Zu den am Leben gebliebenen Christen, die aus der Wüste kamen, gesellten sich alle vom Antichrist getöteten Juden und Christen. Diese waren wieder auferstanden und regierten mit Christo 1000 Jahre. Das Gute siegte. Nicht aber auf dem Weg der natürlichen Entwicklung oder der schöpferischen Umgestaltung der Welt, sondern durch das direkte Eingreifen Gottes in den historischen Prozess. Das zeitliche Dasein wurde durch das überzeitliche Leben im neuen Jerusalem abgelöst.